Moin Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Survival Build. Heute holen wir uns Kühe, Villager und einen Haufen Bambus, aus dem wir Sticks craften. Übrigens, nur 14,3% der Zuschauer haben den Kanal abonniert. Und da wir gerade auf dem Weg zu 30 Abonnenten sind, lohnt es sich. Aber jetzt viel Spaß mit dem Video. Wieder ein schöner Tag in dieser Minecraft-Welt und damit auch einen schönen Tag für eine neue Folge von Survival Build. Gut, also ihr seht erstmal, ich habe hier ein bisschen was geändert, Texture Pack mäßig. Ich finde, das sieht so ein bisschen klarer aus und besser. Das hier sind zwei Texture Packs, einmal die GUI-Sachen sind besser, halt hier auch alles und dann nochmal die Armor und hier die Waffen. So, das erste, was ich jetzt erledigen aber will, ist hier erstmal alles fertig abzubauen. Den noch. Damit sind wir hiermit fast fertig, denn hier müssen wir auch noch machen, fällt mir gerade auf. Und falls ihr es noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like und ein Abo da, das würde mich sehr, sehr freuen. Wir gehen jetzt auch schlafen und wir müssen, jetzt wenn es wieder Tag ist, ein wenig Sachen braten hier. Und zwar Sand. Haben wir noch Sand? Ein wenig gut. Weil für das da, was wir auch gerade gebaut haben, sieht man gerade nicht hier ganz leicht. Da will ich ein Glasdach drüber machen. Als ob! Der Zombie hat mir eine Kartoffel gedroppt. Alles klar. Da gucke ich gleich mal, was hier gewachsen ist. Alles an Bambus. Das ist ja schon mal was. Boom, boom, boom. Boom. Zack. Einfach oben immer abbauen. Und dadurch können wir uns sehr viele Sticks craften, weil ich will ein Fletcher haben, mit dem wir Sticks zu Emeralds traden können. Das ist nämlich sehr gut. 32 Sticks, ein Emerald, wer es nicht weiß. Das ist eine Minecraft-Grundlage. Eigentlich. Also, für jedenfalls war es das in der 1.12, bis das Nether-Update kam. Weil früher hat man immer halt... Was heißt früher, Junge? Was sage ich jetzt früher? Also, in der 1.12, hier hat man sich... Haben die Speedrunner, glaube ich, obwohl nicht die Speedrunner, aber auf jeden Fall viele Leute immer in der Pearl sich getradet. Und das eben mit diesem Stick-Trade gemacht haben. Und ja, das will ich jetzt auch machen, weil wir brauchen dann einen Armorsmith und so, die uns gute Waffen, also und Rüstung geben, die auch enchanted sind und Spitzhacken traden. Und das ist hier jetzt so eine Autofarm, die wir halt immer nur einmal abfarmen müssen. Macht zwar mein Schwert kaputt, aber beim nächsten Mal crafte ich mir einfach ein Holzschwert dafür. Ist jetzt nicht so gut, aber ich meine, ja, geht. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Die Fackeln kann ich außerdem mal aus meinem Inventar rausnehmen. Die brauche ich nämlich nicht mehr, weil, ja, kein Optifine mehr drin. Da kommen dann die Betten rein unten. Ja, geh mal da rein. Ja, genau. Weiter rein. Genau. Ach, ein bisschen Fire Damage macht ja nichts. Gut. Chillst da immer noch drin. Geh da mal aus dem Weg. Aus dem Weg, bitte. Genau, rück mal ein bisschen. Rück mal ein Stück. Bam, bam. Bop. Warte. Damit es schön aussieht. Muster. Ich gehe mal zu unserer Farm. Kurz gucken. Mann, ich bin so langsam. Das ist fertig. Ja, Weizen.
Wir können uns endlich Kühe und Schafe anlocken. Ja. Die können uns folgen dann. Ja, endlich. Und dann will ich noch gucken, wie es mit den Melonen aussieht. Ist nichts gewachsen, scheinbar. Nöp. Aber ich kann ja mal die Pflanze mir ansehen. Wachse, wachsen, wachsen. Du musst wachsen, wachsen. Ich geh da mal rein, genau. Ja, sie gehen rein. Nein. Komm. Ich baue das Bett in meinem Haus ab. Ich schwöre es dir. Du gehst da nicht pennen. Jetzt zerbleiche ich oder was? Ja, da unten sind doch wunderschöne Betten. Wirklich, die sind wunderschön. Beautiful. Amazing. Richtig gut. Gut gemacht. Endlich. Da setze ich mal den Blumenstand hin. Och, Junge, ich habe halben Herzer bekommen. Halben Herzinfarkt. Mann, Mann, Mann. Einer wurde hier zum Geistlichen. Jetzt musst du nur noch da rein und zu. Den kann ich jetzt nicht traden, oder was? Ja, doch. 32 verrottetes Fleisch gegen ein Emerald oder ein Emerald gegen das. Okay. Du bist auch arbeitslos. Komm. 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 Wieder abbauen. Wow, ein Erfolg. Junge, was ist das eigentlich für? Schmilzt Eisenerz im Ofen zu einem Eisenbarren. What the fuck? Die Achievements sollte ich schon längst haben. Oder weil ich jetzt nicht mehr über BAC spiele? Vielleicht auch nicht. Vielleicht wurden sie dadurch zu sind sie dadurch zurückgegangen. Komisch. Zu. Jetzt du weg und jetzt ich. Das war's aber auch für diese Folge von Survival Build. Wir sehen uns beim nächsten Mal und ciao.